So, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Totally Accurate Battle Simulator. Wir fangen mit den Adventure-Leveln jetzt an. Und das ist sehr abenteuerlich, was hier vor sich geht. Ich habe jetzt hier alle zur Auswahl. Alle, die es gibt. Ich würde sagen, komm, ich mache jetzt einfach mal hier hinten ein paar Archer hin. So, zwei, drei Stück. So, komm. Ihr macht das hier, ne? Sind da welche gestorben im Runterlaufen einfach schon? Seltsam. Ja, doch. Okay. Und der Schild ist ja absolut krass. Okay, doch. Ja, sieht gut aus. Komm. Jawohl, sehr schön, Jungs. Warte, was ist, wenn ich ein Katapult nehme? Und noch eins. Und dann noch... Was könnte gut sein? Archer auf der Seite. Auf der anderen Seite bringen sie wahrscheinlich nicht viel, aber auf der Seite könnten sie eventuell was bringen. Ja? Ja, doch, sieht bisher nicht schlecht aus. Ich bin sowieso der gerne hier auf Long Range geht. Weil es erweist sich bisher zumindest relativ als sinnvoll immer. Okay, relativ viele Hayballs. Wieso habe ich niemanden mit Feuer? Das wäre cool jetzt. Wenn hier einfach zwei Zeuses ist. Ja, warum nicht? Schaffen die das? Ich hoffe doch. Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus. Die Masse macht dann doch. Die laufen halt die ganze Zeit vorwärts. Ja, ich komme. Das Geist ist zurückgeblieben, ihr kleinen dummen Spasten. Ohne Leute. Was laufen die vorwärts, wenn die auf Long Range gucken? Mann. Das ist in dem Spiel jeder so behindert dumm einfach. Okay, dann vielleicht zwei Minotauren. Oh ne, warte mal, ich mach mal eine krasse Kombi. Minotaur mit einem Mammut. Alter, die sehen so aus, als wären sie gute Freunde. Und dann noch, wer räumt auf? Ja, komm, das heißt, Bearthrower räumt noch auf. Der ist ja stark. Das hast du toll gemacht. Oh ja, oh ja. Komm, mach sie alle platt. Zeig ihnen, wer das fette Mammut ist. So sieht's aus. Hallo? Ach da! Guten Tag. Herr Frodo und Herr Bilbo. 120 habe ich. Ja komm, Spearthrower. Weg mit denen. Zack. In your face. Okay, und jetzt stech ihn ab, komm. Stopp, komm, komm. Na? Junge, das machst du jetzt nochmal richtig, bitte, ja? Wo ist der andere hin? Ach, da unten. Huch, der ist neben gesprungen. Ey, komm, jetzt. Oh Gott. Wie kann man dafür fehlen, Junge? Du musst einfach nur zustechen. Komm, mach, ja. Alter, was tut ihr da? Das ist, sieht nicht ganz jugendfrei aus. Jetzt tanzen sie ein bisschen. Okay, ich sehe schon, du bist der falsche Mann für sowas. Wie wäre es denn dann? Komm, wir machen mal einen Halfling-Fight. So. Hoho. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher Halfling ist der bessere? Welche Halfling-Farbe ist besser, rot oder blau? Ja, scheinbar rot, ne? Beide leben noch. Tja, meine Halflings sind besser als eure. Okay. Oh, darf ich mal schauen. Katapult und Katapult. So ganz weit hinten. So. Oh. Oh, komm, komm, das schafft... Junge. Huch. Komm schon. Also, das hat auch nicht reingeböllert. Ja. Die Position sieht nicht so ganz optimal aus, aber er schießt. Komm schon. Nein, er hat sich selber zerstört. Komm, überroll sie. Sehr schön. Ah, Barden. Ihr werdet jetzt nach allen Regeln der Kunst abgeschlachtet. So wie es auch gehört für Leute eures Volkes. Da kommt euer Henker. Der sieht mir auch echt gewachsen aus. Also, ich sehe seinen Augen an.
der ist auf sowas trainiert worden. Ja, die ersten Barden haben hier schon vor Panik den leichten Ausweg ins Wasser gewählt, der sie aber leider das Leben kostet. Er ist also jetzt ein bisschen verwirrt, er weiß nicht so ganz, was er machen soll. All die Jahre des Trainings und der Spezialausbildung haben dann doch nicht geholfen, mit suizidalen Baden umzugehen. Nein, entfall nicht. Oh, runter. Ja, 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 ja. Bitte, stirbt als letztes, stirbt als letztes. Yes. Oh. Ein Stamm von Einheimischen. Ich weiß schon genau, wie ich die wegmachen werde. Alter, so richtig brutal. So. Angriff. Kolonialisiert diese Einheimischen. Diese Unzivilisierten hier. Schlachtet sie ab. Eieiei. Aha, der Pfeil, der war's. Ja. Sehr schön, neue Kolonie. Ah, was haben wir denn da? Ein Klabber. Nehme ich auch einen Klabber. Mal schauen, welcher besser ist, ne? So. Fairer Fight. Ja, meiner ist ganz klar. Ich. Jungs, also. Ich habe einfach die besseren Truppen. Die sonnen sich hier ein bisschen. Dem seine Position sieht mir nicht ganz natürlich aus. Er sieht aber relativ glücklich aus, bisher noch. Bleiben die zerliegen? Das wäre interessant. Ich schau mal einfach. Also wenn ja, dann kriegt ihr hier einen Spear Thrower. So. Der ihm einmal ordentlich in die Fresse wirft. Gut, keiner hat getroffen. Kein einziger. Kein einziger hat getroffen. Jungs, die bewegen sich nicht mal. Okay, er ist tot. Oder ist er tot? Nee, lebt noch. Achso, okay, na dann. Junge. Okay, der eine ist tot. Die anderen treffen einfach nicht. Ah, okay, getroffen, sehr schön. Headshot sogar direkt. Komm schon, Jungs, komm schon. Ein richtiges Exekutionskommando hier. Alter, so unfähig. Alter. Jungs, ihr werft alle viel zu weit. Eine Ewigkeit später. Gott bless, die haben es geschafft. Ich war jetzt kurz davor, echt noch irgendwie anzufangen, ein Video zu schneiden, Alter. Holy shit. Knight. Und drei Priester. Schlachtet ihn ab. Ah ne, schlachtet sie ab. Der Knight soll... Nein. Das ist jetzt unschön. Lauft um euer Leben. Rennt. Schneller. Nein, renn. Junge, bleib doch nicht stehen, du dummer Sch... Ja, das ist echt nicht anders verdient jetzt. Alter. Oh, wie brutal. Wie brutal war das denn? Ah, geil. Feier ich. Was ist denn ein sogenanntes Jarl und Berserker und Ice Archer? Was ist das? Oh, die springen ganz gerne, die Berserker. Komm schon, Jarl, steh auf, du warst teuer. Du hast MVP hier, also mach auch was draus. Junge, nein, nicht runterfallen, nicht runter. Nein, Junge! Oh, Mann. Oh, da ging er fast hat er getroffen, fast wirklich. Schau mal, da oben, ne? Good job, man, good job. Wer lebt noch? Hallo? Lebt noch wer? Es lebt doch niemand mehr. Habe ich einen Baden platziert? Ohne es zu wissen? Ach, da unten ist der Jarl. Der hat doch überlebt. Junge, jetzt, komm. Comeback. Schlachte sie alle ab. Ja, ja, sehr schön machst du das. Komm, steh auf. Du musst aufstehen. Dann ist besser zu kämpfen. Komm, noch einer. Nein, nein. Oh Gott, Junge, Junge. Nehmen wir Küren. Keine Ahnung, was die machen. Die fliegen. Gut. Das ist immer gut. Okay, und sie haben zwei Schwerter. Und dahinter noch ein paar Ice Archer, die richtig schön abfacken. Indem sie ständig mit Eispfeilen rein. Oh, die sind gleich tot. Aber vielleicht schaffen es halt die Valkyren. Ah, wirklich. Viele sind halt nicht übrig. Genau eine, um genau zu sein. Und sie fliegt falsch rum. Junge, was war das denn für ein Kamikaze-Anflug? Ja, wieder hoch. Nein, 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 schön wieder hoch. Oh. Das war halt einfach dumm von dir, ne? Oh, Longships. Und dahinter noch... was kostet 200? Da kommen zwei Squires. Haben die ihre eigenen Männer gerade... Ich glaube schon, ne? Die haben, glaube ich, echt ihre eigenen Männer getötet. Solide. Aber vielleicht... Oh, schaffen die das? Warte mal, liegt hier noch wo einer? Ja, da leben noch welche. Tötet den Berserker. Ja, wunderbar.
komm, nochmal ein One-on-One. Also wenn der jetzt auch nochmal gewinnt, dann sind meine Truppen einfach ganz klar okay, ich glaube nicht, dass das gewinnt. Alter, er hat seine Technik einfach perfektioniert, ne? Er hat ihn so gehalten, aber er hat einfach seine Technik perfektioniert. Daran erkennt man wahres Talent. Wenn ich jetzt einfach da 20 Milliarden Archer hinstelle. Die haben doch keine Chance, hä? Die haben doch keine Chance! Junge, ist das übertrieben. Alter, was macht die da? Da stehen sie echt gut. Alter. Was ein Pfeil. Oh Junge, das war cool. Richtiger Pfeilhagel. Ey, ihr seid auf meiner Seite, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Muss ja auch mal taktisch an die Sache rangehen. Die gehen auf den Katapult, der macht schon ein bisschen Damage. Dann laufen sie da hinten hin, währenddessen kann der Katapult reinschießen. Und während sie da hinlaufen, diese letzte Strecke, können die Archer reinballern. Das sieht mir nach einem relativ strategisch guten Plan aus. Abgesehen davon natürlich jetzt, wenn die Archer und der andere Katapult alles kaputt machen. Weil sie einfach unfähig sind. Und weil der Katapult es nicht schafft zu schießen. Und die zuerst auf die Archer... Oh Gott, es läuft alles schief, was schief gehen kann, ne? Next try, da hinten hin. Warte, der backt hier ein bisschen rum. So. Hier oben kommt Archer hin. Ja, das ist gut. Da eben drüben kann ihn nicht passieren, genau. Aber hier noch. Alter, das ist richtig gut, glaube ich. So, jetzt kommt. Bitte lauft nicht alle runter, bitte nicht. Okay, nicht alle immerhin. Ein paar bleiben auch oben. Und machen den Job relativ gut, aber die meisten verkacken es komplett. Und der Katapult ist jetzt auch nicht so wirklich intelligent. Irgendwas ein Haufen von Amateuren. Jetzt mach den weg, bevor das Katapult zerstört. Das Katapult ist schon zerstört, oder was? Oh, Gottes Willen. Junge. Ist aber auch echt unfair, dass die auf meiner Seite sind. So, warte mal. Ich mach zwei Kings. Und ganz viele Priests. Bitte halt jetzt beide und nicht nur einen. Danke. So, das ist bisher schon der beste Try auf jeden Fall. Ja, doch, sieht nicht schlecht aus. Ja. Gefällt mir, ja. Schön macht er das, Jungs. Richtiges Schlachtfeld hier. Boah, so gefällt mir das ja. Danke. So, wenn es euch gefallen hat, lasst ja gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.